bekenne mich insofern schuldig, dass ich an einem sommerlichen Nachmittag des Jahres 71 diesen Text geschrieben habe: Schau, da liegt ein Leich im Rinnsal. Schau, da liegt ein Leich im Rinnsal, das Blut in den Kanälen. Wäre mir eingefallen, oh, sieh, hier liegt ein Verwesender, dann wäre es anders geworden. Wer ist denn das? Kennst du den? Bei dem zerschnürenden Gesicht kann ich das nicht sehen. Und dann hat der Josi mir eben den Hofer gezeigt und es war eine Sache von 20 Minuten. Ich hab das maritatartig vorgetragen. Der Hofer war's von 20 aus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfang gekriegt und hat den Leichter. Wir sind ja beide in die höhere grafische Bundeslernversuchsanstalt gegangen. Dann sind wir beide enge Freunde geworden. Und dann habe ich gedichtet und er hat halt Gitarre gespielt. Und so haben wir, also, haben wir uns gebärdet. Da geht er raunen durch die Leid und jeder hat sich verrät. Der Josi Bokopetz, der Wolferl, kam halt ins Studio und hat den Hofer runtergelaufen. Und dachte, naja, ich mein, der Text ist schon wirklich ein Hammer. Der spezielle Sound vom Hofer ist die Idee von Müller gewesen, ein Klavier mit den Leslie, ein sich drehender Lautsprecher, zu kombinieren. Und deswegen klingt das so seltsam. Das war halt das Spezielle an der Sache. Mit 300 Gull, aber du hast keine Freunde, das stimmt.